Hallo liebe Leute, wir grüßen euch ganz herzlich aus Tellingstedt und wir haben heute gute Nachrichten, denn gestern hat ja das Kabinett um Frau Merkel in Berlin getagt und heute eben auch Herr Günther und seine Kabinettsmitglieder in Schleswig-Holstein in Kiel. Und wir haben ein paar Beschlüsse, die sich auch auf unser Geschehen hier im Laden auswirken. Die erste gute Nachricht, unser Café macht zum 18.05. wieder auf. Also insofern, wer da zwischendrin eine Pause machen möchte, kann eben entsprechend bei uns auch ins Café gehen. Natürlich auch immer unter Einhaltung der entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln, die dann eben gerade gelten. Zweite gute Nachricht ist, wir haben die Möglichkeit, die Anzahl der Begleitpersonen ein bisschen hochzusetzen. Das war ja in letzter Zeit ein häufig angefragtes Thema. Gerne hätten ja viele Bräute mehr Personen mitgebracht, aber es ging halt nicht. Jetzt ist es insofern etwas hochgesetzt worden und wir passen uns dem Ganzen an. Wir würden es also ermöglichen, zu Aussuchterminen zwei Begleitpersonen mitzubringen und zu Absteck- und Abholterminen eine Begleitperson. Das Ganze müsstet ihr dann eben entsprechend so koordinieren, dass es eben die Gesamtzahl der Personen, also es sind dann ja maximal drei, also Braut und zwei Begleitpersonen, dass diese drei Personen dann aus maximal zwei Haushalten kommen. Aber wir denken, das ist schon mal eine super Verbesserung im Vergleich zu dem, wie wir es vorher hatten. Weitere gute Nachrichten haben wir im Zusammenhang mit unseren Separés oder zumindest Teilaspekte. Das Separé Dahlia ist ab Samstag, dem 9. Entsprechend belegbar. Könnt ihr also über unsere Webseite buchen. Die anderen beiden Separés, Magnolia und Rosaria, sind weiterhin gesperrt, weil wir da eben die Abstandsregelung nicht einhalten können. Zu beachten ist halt, dass in dem Separé Dahlia auch nur zwei Begleitpersonen mitkommen können. Aber wir denken, das ist doch schon mal auf jeden Fall auch eine schöne Entwicklung in die richtige Richtung. Ja, und dann haben wir ja bei uns momentan die Situation, dass man bei uns einen Termin buchen muss. Das wäre eine Riesenhilfe für uns, wenn ihr das auch weiterhin beibehaltet. Also der Terminkalender, mit dem bleiben wir erstmal vertraut. Ja, bitte bucht fleißig Termine. Das hilft uns einfach bei der Koordination. Wir haben natürlich jetzt auch Corona-bedingt deutlich weniger zu tun als normal um diese Jahreszeit. Und damit wir überhaupt die Personalplanung irgendwie halbwegs geregelt bekommen, ist es für uns schon sehr, sehr hilfreich, wenn wir da eben mit dem Terminkalender weiterarbeiten. Wenn ihr nun auf der Ecke seid und spontan reinkommen möchtet, dann zögert auch nicht. Auch das kriegen wir hin. Wir sind mit der Gesamtzahl unserer Termine deutlich unter dem, was wir dürfen. Also insofern, wenn jetzt wirklich sich jemand nach Tellingstedt verirrt und spontan denkt, ich möchte mal bei Laue ein bisschen schnökern gehen, dann einfach reinkommen und dann kümmern wir uns entsprechend. Wir haben also auch Personal dann eben ein bisschen vordisponiert. Wenn wir merken, dass da dann eben zu viel Andrang ist, dann würden wir es eben entsprechend unterbinden. Aber wir haben da normal noch ganz, ganz viel Dispositionsspielraum. Dennoch, Termin buchen hilft uns ungemein. Wäre toll, wenn ihr das weiterhin so gut macht wie bislang. Wenn ihr damit Probleme habt, ruft uns an, dann helfen wir gerne. Aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich selbsterklärend über die Webseite möglich. Dann erreichen uns natürlich auch noch viele Anfragen von Bräuten, die ihre Hochzeit aufs nächste Jahr verschoben haben. Dem möchten wir auf jeden Fall sagen, wir können das Kleid hier einlagern, das ist gar kein Problem. Wir haben ja die Kapazitäten, die einzulagern auf jeden Fall bis ins nächste Jahr. Müssten das Ganze allerdings dann schon mit einem terminlichen Rahmen versehen. Damit wir aber den Andrang schaffen, also für gewöhnlich sind wir ja so Saisonarbeiter. Momentan weiß ja keiner so richtig, was die Zukunft bringt, aber für gewöhnlich ist es so, dass wir eben im Frühjahr extrem viel zu tun haben. Deswegen würden wir die Bräute aus 2020 bitten, die ihre Hochzeit auf 2021 verschieben, dass ihr ja, bis Ende Januar auf jeden Fall zum Abstecken bei uns vorbeikommt, spätestens, und dann gerne bis Ende Februar das fertig geänderte Kleid bei uns abholen müsstet, damit wir eben überhaupt diesen Aufwand, den wir dann haben, überhaupt mit den Schneiderinnen bewerkstelligen können. Wir hoffen, das hilft euch weiter. Wenn ihr sagt, Mensch, nee, meine Figur verändert sich noch oder ich möchte noch länger abwarten, dann haben wir natürlich externe Adressen, die wir euch da auch noch nennen können, um dann eben entsprechend eine gute Lösung zu finden. Rücknahme von Kleidern ist leider nicht möglich. Auch die Frage erreicht uns häufig, aber das ist bei uns nicht möglich und auch eben leider auch bei Wettbewerbern nicht möglich. Uwe Herrmann hat sich dazu ja auch schon mal geäußert. Das wird uns allen unseren Lieferanten völlig das Genick brechen und da müssen wir ja ein bisschen leider stringent sein. Das Einzige, wo wir da eine Ausnahme machen, ist halt bei Umstandsbrautkleidern. Da würden wir eben abzüglich 20% einen Gutschein ausstellen. Aber auch da ist keine Auszahlung möglich. Da bitten wir um euer Verständnis.
das kriegen wir einfach leider wirtschaftlich nicht gewuppt. Der Ablauf hier, der ist eigentlich gleichbleibend. Also es besteht ja weiterhin im Einzelhandel in Deutschland die Maskenpflicht. Insofern, am besten, wenn ihr zu Hause losfahrt, nochmal die Hände waschen. Dürft ihr bei uns natürlich auch gerne. Wichtig ist nur, ihr kommt rein, setzt eine Maske auf, entweder eine mitgebrachte oder ihr könnt auch welche bei uns käuflich erwerben. Dann werden die Hände desinfiziert und ja, dann kann es auch schon losgehen. Und ab Samstag haben wir dann ja auch entsprechend abgeflattert und wieder unsere völlige Fläche von 4200 Quadratmetern zur Verfügung. Also auf jeden Fall ganz vielen Dank da schon mal für euer Verständnis, auf das wir da ja auch stoßen. Das ist ja auch allen eigentlich bewusst, dass wir da in einem Boot stecken und da gemeinsam durch die Situation durchkommen müssen. Und wir freuen uns drauf, auch weiterhin von euch tolle Bilder zu bekommen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen ganz viele Bilder bekommen, auch schon von den ersten Hochzeiten, die jetzt stattgefunden haben, sind natürlich andere Umstände. Aber man sieht jetzt, es lockert sich langsam ein bisschen auf und da freuen wir uns auf eure Eindrücke und freuen uns sehr daran, teilhaben zu dürfen. Das gibt uns auch allen Hoffnung. Also bis dahin, bleibt gesund, viele liebe Grüße, bis ganz bald in Tellingstedt. Tschüss!